kein Blöd. Du bist dran. Ah ja. Vier. Eins, zwei, drei. Ach du Schande. Schlossallee. Schlossallee. Das ist meine. Das macht 250.000 Mark. Bar auf die Kralle. Her mit dem Zaster. Hier. Wenn das so weitergeht, bin ich bald pleite. Ist ja nicht mehr normal, wie der heute abkassiert. Allerdings, so ein Würfelschwein. Ist in der Tat äußerst ungewöhnlich. Tja, das liegt bei uns Blaubeeren ebenso in der Familie. Das habe ich von meinem Urschwippschwenkel Jack Gammon geerbt. Da machst du nichts dran. Jack Gammon? Tja, habe ich euch noch nie von Jack Gammon erzählt. Das war doch der Straßenkehrer von Monopolis. Der Straßenkehrer von Monopolis? Tja, Monopolis. Die Stadt der Würfler und Glücksspieler. Die, die Glück hatten, wohnten alle in den schönen Hotels auf der Schlossstraße. Und die, die dauernd Pech hatten, wohnten in den runtergekommenen Kaschemmen auf der Turmstraße. Einer davon war mein Urschwippschwenkel Jack Gammon. Er war der Straßenkehrer von Monopolis, eben ein echter Pechvogel. Der arme Kerl. Moment, ich bin dran mit Würfeln. 12! Haha, das ist aber günstig. Da komme ich auf die Lessingstraße, die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ist gekauft. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mein Urschwippschwenkel. Tjo, das war schon ein echter Pechvogel. Aber eines Tages, da findet Jack Gammon beim Straßenkehren zwei Würfel. Das waren Zauberwürfel, waren das. Der alte Jack bemerkte das erst beim Spielen, denn die Würfel fielen immer genau so, wie er es gerade brauchen konnte. 7. Oh, hoho, das ist aber Pech. Da kommst du ja genau auf die Berliner Allee, wo ich drei Hotels gebaut habe. Das macht unter Brüdern genau 75.000 Mark. Raus mit den Kröten. 60, 70, 75. Ja, das stimmt. Also weiter. Mit seinem Würfelglück wurde Jack Gammon der reichste Spieler von Monopolis. Er kaufte nach und nach alle Häuser und Hotels der Stadt. Und das Straßenkehren konnte er drangeben. Das erledigten jetzt die anderen. Alle Zocker von Monopolis jobbten nämlich jetzt nebenbei als Straßenkehrer, weil sie Schulden bei Jack Gammon hatten. Aber das konnte ja nicht ewig gut gehen. Schummeln gildet nicht, nicht? Eines Tages kamen sie ihm auf die Schliche mit seinen Zauberwürfeln. Und dann haben sie ihn mit ihren Besen einfach aus der Stadt gefegt. Ja, ja, der gute alte Jack. Wer ist denn nun dran? Immer der, der fragt. Oh, 2 Sechsen. Haha, wie günstig. Da komme ich ja direkt auf los. Da kassiere ich ja 4.000 Mark. Hoho. Sagen Sie mal, Captain. Wieso würfeln Sie eigentlich immer mit Extrawürfeln? Ja, das täte uns. Eigentlich auch mal. Ganz furchtbar interessieren. Tja, das ist, weil... Zeigen Sie doch mal her. Hey! Das sind aber komische Würfel. Und da steht ja auch was draufgeschrieben. Da steht Original Zauberwürfel. Eigentum von Jack Gammon. Hey, was habt ihr denn? Tut mir nichts. Ich gehe ja freiwillig ins Gefängnis. Ich gehe auch nicht wieder los. Ich ziehe keine 4.000 Mark ein. Hilfe! 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 Hil